Der Hype ist real. Er ist einfach da. Wir haben Pokémon Mystery Dungeon, eine neue Ankündigung. Es ist ein Remake vom 2006 veröffentlichten Mystery Dungeon. Und dieser Startbildschirm, der soll schon mal direkt das Highlight des ganzen Spiels sein. Im Sympathieband verankert ist eine kleine, aber feine Nebeninfo. Da steht, Pokémon freuen sich nach einem Kampf leichter mit seinem Träger an. Angeblich befinden sich auch Pokémon mit seltener Färbung darunter. Seltene Färbung? Das sind Shinies, Leute! Es sind Shinies! Im Spiel kann man alle Items einsehen. Und zwar, wenn man hier unter Schlüsselbegriffe guckt. Und im Englischen steht da richtig Shiny. Ich werde es mal hier irgendwo mit reintragen. Und da sind die Leute jetzt natürlich, die es bisher gerafft haben, extrem gehypt. Ich auch, denn das heißt, das ist das erste Pokémon Mystery Dungeon Spiel, wo es Pokémon in Shiny zu finden gibt. Wie Hammer ist das? Wie Hammer ist einfach das, und diese Info möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich wollte gar keine Aufnahme machen, weil heute haben ja schon sehr viele auch Mystery Dungeon die Demo. Das, was ihr hier seht, ist ja die Demo. Die gibt's ja kostenfrei zum Runterladen, dass man so ein paar Einblicke bekommen kann. Und wir werden auch gleich mit dem Spiel noch ein bisschen spielen. Aber ich habe mir gedacht, naja, jetzt ist ja die Direct eh vorbei. Und auch das, was da gezeigt wurde, habe ich mir angeschaut jetzt nach der Arbeit. Und fand ich alles gut. Für mich das Beste ist dieser Mystery Dungeon Teil. Und wisst ihr, was blöd ist? Es kommt im März raus. Da, wo auch dann Final Fantasy VII als Remake rauskommt, da werden sich die Ereignisse überschlagen, aber das könnte sowas von ein Großprojekt werden. Ich meine, schaut euch mal bitte diese Grafik an. Also ich finde die auch super hübsch. Es ist nicht das, was vielleicht andere erwartet haben, dass man hier so eine Mega-HD-Optik hat. Aber ich finde diese Dungeon-Optik, die ist hübsch. Gucke ich mir sehr gerne an. Wo ich mich dran gewöhnen muss, das sind die Pokémon selber. Denn unser Macholo und unser Evoli, ja, ich habe am Anfang den Test gemacht und ich bin ein Gerechtigkeitstyp, deswegen bin ich jetzt auch ein Macholo. Oder wie ich immer noch sage, Macholo. Mir ist es egal, ob das Macho ist. Natürlich sind wir ein Macho. Wir kriegen doch hier noch Einführungsrunden. Ist aber gar nicht das Thema. Das Video ist wirklich nur heute dazu gedacht, dass wir die Info haben. Es gibt Shinies. Pokémon mit seltener Färbung. Und wenn das im Spiel hier in der Demo schon verankert ist, dann gibt es diese Shinies auch. Der Hammer. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier in der Demo die Chance haben, auf einem Shiny zu stoßen. Ne? Ich weiß noch, in den ersten Spielen war es so, da konnte man ja Pokémon auch noch gar nicht farmen. Es kann sein, dass auch in der Demo die Shinies noch gelockt sind. Von daher, ich werde es nicht versuchen, eins zu finden. Macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber schaut es euch an. Das ist ein kleiner Einblick. Ist doch putzig. Das ist so putzig. Ihr müsst aber mal darauf achten, wenn wir dann mal wieder draußen sind und die Quest hier erledigt haben, dann müsst ihr mal so ins Gesicht von Evoli gucken und von dem guten Macholo, denn die sehen da ein bisschen komisch aus. Das ist schon sehr, sehr soft gezeichnet. Also passen natürlich auch hier zum weichen Pastell-Look, den man hier extra dafür auch genommen hat. Aber da muss man sich schon wirklich dran gewöhnen. Im Endeffekt, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind hier mit den Shinies unterwegs und unser Evoli hat so einen schönen hellen weißen Ton und unser Macholo ist so leicht grün, dann ist das... Das ist mega cool. Ich feiere das jetzt schon ab. Ich will einfach jetzt schon loslegen und so lange ist ja auch nicht mehr. Bis März, das ist verschmerzbar und oh, die Vorfreude ist einfach da. Ich werde mal hier ein bisschen Gas geben. Ja, und ich werde auch hier auf keinen Fall jetzt Items benutzen. Das mache ich nicht. Denn wie Pokémon Mystery Dungeon funktioniert, ich denke, das ist klar. Ich werde euch hier auch nichts erklären. Wir werden auch, wenn wir das Projekt starten, und wir werden das Projekt sowas von starten, denn ihr könnt euch noch daran erinnern an die Folgen, die ich schon vorher gemacht habe, dass ich immer drum gebettelt und gehofft habe, dass wir irgendwann mal einen Pokémon-Teil wieder haben. Also einen Mystery-Ableger. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben eine Ankündigung. Habe ich mich schon monatelang drauf gefreut. Also schon richtig gewartet. Wir haben uns mit Chocobos Mystery Dungeon vergnügt. Also ich und ein paar Leute, die auch da Bock drauf hatten. Da hatten ja nicht so viel Interesse dran, aber ich mag diese Mystery Dungeons. Die sind herausfordernd und gerade hier. Ich weiß nicht, ob die noch gerade in Richtung Endgame auch. Also ich bin jetzt schon so hibbelig, dass ich an alle möglichen Dinge denke. Ich weiß noch, dass wir einen Kecleon hatten, der mega schwer zu fangen war. Und den in Shiny jagen. Ich weiß nicht, ob das dann, wie das dann sein wird, aber ihr hört's raus, ich bin echt mega, mega gehypt. Und ich sage ja immer, man soll sich nicht so hypen lassen, aber das ist ein Grund, da kann man sich einfach nur freuen. Das hier ist bestimmt so eine Heil, keine Falle, es ist ein Wunderfeld, stimmt, da werden meine ganzen Statuswerte auch
wieder negiert, was ich sehr schön finde. Und ich finde es auch cool, wenn wir unser Pokémon vor uns herschieben, dass es sich dann so ein bisschen dreht. Hat was. Ja, und die ganzen Erklärungen, wie gesagt, hab erstmal da keinen weiteren Einblick. Das gucken wir uns alles später irgendwann an. Und da haben wir es zumindest heute in der Folge einmal gesehen. Und kann sich keiner beschweren, dass hier bei mir auch dann kein Video dazu kommt. Ja, wer hat's gedacht? Wer hätte es gedacht, dass wir doch jetzt hier auf meinem Kanal nochmal so eine Info bekommen? Aber geil, oder? Und es sind neue Pokémon. Allein die Pokémon, die wir hier schon sehen, ein Elekid, das gibt es nicht. Auch so ein Minon kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir es, oder was ist ein Plusle? Ich glaube, es ist ein Plusle. Dass wir es schon in den ersten Editionen bekommen hatten. Wir haben ja auch im Video schon gesehen, da gab es Lucario und auch Mega-Entwicklungen. Es gibt tatsächlich Mega-Entwicklungen und finde ich ebenfalls geil. Also ich mag diese Mega-Entwicklungen, auch ich weiß, es sind nicht alle Freunde von diesen Mega-Sachen. Aber sie sehen halt gut aus und vielleicht sind sie zu OP, ich habe keine Ahnung. Aber hier in dem Spiel, es gibt später so viele Dungeons, da kann man froh sein, dass man eventuelle gute Mega-Entwicklungen auch überpowerte hat. Denn die wird man später brauchen. Es gibt Dungeons. Auch wenn ich hier schon die Pokémon sehe. Allein hier in diesem kleinen Mini-Dungeon sind so viele coole Pokémon drin, die ich alle schon in Shiny haben möchte. Und ja, da ist Magnetilo. Das ist leider nur zu zweit. Es kann sich nicht entwickeln, weil es drei braucht. Es bedarf drei dieser Pokémon. Und damit haben wir zumindest die Donnerhallhöhle auch überstanden. Ja, die sagen piep, piep, piep. Sie haben uns lieb. Es sind vier. Das heißt, einer bleibt übrig. Einer ist das vierte Rad am Dreierwagen, am Dreirad. Und wir kriegen Kohle dafür. Schön. Ja, und Evoli, ich glaube, ich werde es austauschen, weil mir gefällt dieser Kranz vorne nicht. Und Evoli auch als... wenn es wirklich Kranz, dann könnte man den Kopf an. Also süß ist auch anders. Es ist... Ja, es ist schon süß. Aber die haben das in anderen Teilen echt knuffiger hinbekommen, muss ich an der Stelle mal sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir spielen das mal mit unserem Eevee und, oh, sie ist total kaputt. Muss ich erstmal schlafen legen. Und ich auch. Mehr will ich euch auch gar nicht zeigen. Also, ich werde hier auch schon die Folge beenden. Das ist wirklich nur eine Kurzinfo für all diejenigen, die auch Bock haben auf ein Mystery-Teil mit Shiny. Wir können Shiny jagen. Und Gott, was hat das an Ewigkeiten gedauert? Dieser Teil, das war auch einer der Teile, wo das Jagen, das Rekrutieren unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat. Weil du hast es nicht einfach irgendwie bekommen, weil du eine Quest erfüllt hast. Du warst ja in den neuen Mystery-Teilen. Du musst es wirklich besiegen. Und mit einer bestimmten prozentualen Wahrscheinlichkeit hat sich das Pokémon dir angeschlossen. Heißt also auch, dass Shinies eventuell flüchten können, dass man die nicht bekommt? Hm, mit diesem Band aber schon. Cool, richtig, richtig cool. Und ja, damit lasse ich euch mit diesen Infos erstmal alleine. Ich hoffe, ich konnte euch damit auch so ein bisschen hypen und freut euch auf März. Ich freue mich zumindest drauf und euch dann erstmal noch eine schöne Woche. Und tschüss.